So, kleinen Moment. Nummer 4, der erste Angriff. So. Das lassen wir kurz mal hier ein bisschen rödeln. Ich bin sofort wieder da. Denn ich hole mir kurz mal was zu beißen, weil der Magen knurrt. Aufstehen ist schwer. Gott. Erster Tag arbeiten. Man spürt es doch in den Knochen. Kann ich irgendwo sehen, welchen Glauben sie haben? Fertigkeiten, Inventar, Biografie. Oh. Ja, William ist ein Kannibale. Hey, guck mal. Religiöse Ausrichtung. Eichenbrüder. Kirche, Eichebrüder, Eichebrüder.
3,5, 4,1. Was hast du denn? Zählt die jetzt als Rüstung? Genau, da wird erstmal gebetet. Und jetzt ist sie ein bisschen happier, oder? Ja, guckt euch an. Aber jetzt muss ich mal gucken, Tätigkeiten. Kochen. Geh doch mal bitte auf Kochen. William. Beschafft Ressourcen. Ich hoffe, du kochst jetzt. Auf dass wir wieder anständige Nahrung haben. Aschehaufen. Bau doch mal das Bett fertig. Dann kannst du nämlich mal im Bett schlafen. So. Dir fehlt zwar noch die komplette Außenwand, aber hey, du hast ein Bett. Und Gina, was sagst du zu dem Spiel? Oder was sagt ihr zu dem Spiel? Euer Geschmack, nicht euer Geschmack. Interessant, nicht interessant. Gerade mal gucken.
Stimmung. Die Stimmung repräsentiert das Glück deiner Siedler. Achte darauf, dass die Stimmung deiner Siedler oft überprüfst. Eine niedrige Stimmung kann dazu führen, dass Siedler rebellieren und sich weigern, Befehl zu folgen. Wenn die Stimmung einer Siedler den Wert 0 erreicht, wird er deine Siedlung verlassen. Okay. Dinge wie gekochte und üppige Mahlzeiten, bequeme Betten und eine angemessene Menge an Musikgang können dazu beitragen, die Stimmung deiner Siedler hochzuhalten. Okay, wow. Also die Siedler drehen nicht durch wie in Rimworld, wenn sie eine schlechte Stimmung haben, sondern sie verlassen mich einfach. Ist die Frage, nehmen sie die Ausrüstung damit? Ja, ihr seid gerade nicht sehr happy.